liebe Freunde aus Deutschland, Russland und Sibirien. Wir sind jetzt in Santa Catarina, Süden Brasiliens. Dieser Stadt wurde von deutschen Einwanderern gegründet. Und was gerade so toll ist in diesem Staat, ist, dass wir hier eine wunderschöne Natur haben. Schaut euch mal diesen Strand an. Der heißt Cabeçudas und er ist gerade in der Nähe einer der größten Häfen Brasiliens. Die Stadt heißt Itajaí. Und was so toll ist in diesem Strand, wir haben Meer und gleich dahinter die grünen Berge. Und das Tolle ist, hier haben wir keine Slums. Also die Leute haben sich hier so organisiert, dass jeder ein schönes Haus bauen konnte. Wir waren jetzt gerade von einer Riesenwelle, die uns hier fast runtergeworfen hat. Also es ist schon ein bisschen Abenteuer. Meine Kamerafrau muss jetzt auf der Brücke kommen. Schaut euch mal diese Brücke an. Zeigt mal kurz. Die wird mit der Zeit ganz verrostet, weil wir gerade auf einen Stein stehen, der ständig mit Salzwasser gewaschen wird. Und fast wurden wir jetzt auch gerade gewaschen. Also was ich sagen will, ist, dass viele deutsche Freunde machen sich immer Sorgen wegen der Sicherheit in Brasilien. Ne? Und ich kann euch sagen, dieser Strand ist einer der sichersten Strände, die es gibt. Wir haben hier an der ganzen Strandpromenade haben wir Kameras, die 24 Stunden Aufnahme machen. Dazu haben wir noch Motorradpolizisten, die den ganzen Tag hier rumfahren. Und ein kleiner Beispiel, gestern fühlte ich mich fast wie in München, weil wir waren um 12 Uhr nachts hier am Strand, ganz romantisch, haben uns diese Natur angeschaut und es war einfach super. Sicherheit, mein Auto stand auf der Straße. Also es gibt Möglichkeiten, dass du in Brasilien Urlaub mit Sicherheit machen kannst. Also der Tipp für heute ist Cabeçudas, Santa Catarina, Brasilien. Und jetzt gehe ich zurück, ein bisschen genießen. Tschüss, wir sehen uns.